Moin Moin und hallo Freunde, hier ist mal wieder Mr. Apfelmus und ich begrüße euch zur wahrscheinlich letzten Folge von Let's Play Max Payne 3, außer ich stelle mich jetzt wie der letzte Vollnoob an. Ich würde mal sagen, wir springen wieder zurück ins Spiel und ballern erstmal wild um uns, so wie das der gute Max halt tut. Alter, wie viele das sind. Bam. Oh, hupsi. Bam. Bam. Kommen wir echt noch mehr. Was denn nur? Achso, wir haben Safe Point. Na, das ist doch nett. Bam! Die, Bitch. Oh, und der Arm ist ab. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Wir hätten ihn exekutieren können, aber das haben wir nicht. We had one card left to play. Just get me close. To go. Look, a squad is coming from the right. Right? Look there, right. Come on, go get out. Come on, got a flight to catch. Oh shit. Come on, Max. Ja, Mann. Bin auch nur ein Mensch. Das glaubst du auch nicht. Was? Der war nicht down? Oh! Das sah gut aus. Dann wieder. Na? Ja, ich versuch's ja. Nein, der war zu weit. Ja, ich weiß doch. Bam, Junge. Los, wir schießen mir jetzt einfach die Dings ab hier. Oh. Feel the Pain, Teil 3, erfolgreich abgeschlossen. Habt ihr den Sniper-Granatschuss gesehen, ey? Epic! Na, Victor? Wait, Max! No! Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. Komm, Max.
You know I walk. You'll walk with a lift. Oh! Alter. Das sah fies aus. Offener Bruch, ey. War hier, eine Woche später. Na Max, wo geht's jetzt hin? Max Payne 3. Oh, mir geht gerade richtiger Schauer über den Rücken, Leute. Es war fantastisch. Dieses Spiel war einfach göttlich. Also, ohne Scheiß, auch wenn das vom... Ich weiß nicht, ob es als Let's Play so gut rüberkommt wie das Spiel an sich. Es ist... Es hat fantastisches Gameplay. Das muss man einfach mal sagen. Ich finde, das war mit Abstand wirklich, meiner Meinung nach, der beste Third-Person-Shooter, den ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Die Mechaniken haben super funktioniert. Diese Bullet-Time hat sowas von immer reingeknallt. Die Zeitlupeneffekte, einfach alles. Es war einfach abgöttisch genial. Dass man runterspringen konnte von hohen, also von, sag ich mal so, hohen Abhängen oder so. Und dann runter im Flug und dann echt mal so ein paar Sekunden Bullet-Time hatte. Und dann so bam, 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 alle hintereinander mit Headshots wegknallen und so. Oh, ey, ohne Flachs, es ist so... Das würde jetzt bestimmt wieder heftige, also würde bestimmt heftige Diskussionen einheizen, wenn das mal im Fernsehen gezeigt werden würde. Aber es ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn man so halt von so da oben runterspringt und in dieser Zeit 8 Leuten mit Headshots da wegballert. Es ist einfach super, ohne Flachs. Also für alle, die ein Faible für Shooter haben, die sich mit sowas anfreunden können, die auch kein Problem damit haben, dass die Gewaltdarstellung manchmal ein bisschen übertrieben ist, muss man echt mal sagen. Aber es ist ja jetzt nicht mega Splatter, also man hat ja die jetzt nicht in alle Einzelteile zerlegt oder so. Ich fand's klasse. Es war echt ein brillanter Shooter und ich muss mal wieder sagen, Rockstar, Hut ab. Alles, was ihr anfasst, das wird einfach zu Gold. Das muss man auch in dem Genre einfach mal so hinnehmen. GTA ist fantastisch, also Max Payne 3, womit ich ja jetzt eingestiegen bin in die Reihe, ist super fantastisch. Echt ein klasse Shooter. Man merkt auch, wie viel Liebe im Detail da steckt. Also jetzt mal ehrlich, wir sind im ganzen Spiel über ein, vielleicht zwei Bugs gestolpert. Wenn ich mir überlege, wie viele Bugs man in den anderen Spielen findet und hast du nicht gesehen. Und die Level, ey. Oh, man rusht da ja eigentlich sowas von durch, aber es ist mit so viel Liebe gemacht, mit so viel Liebe zum Detail einfach, dass man auch Tassen und sowas kaputt schießen kann, dass ich Fensterscheiben erst durchschlagen muss, damit ich durchfeuern kann. Oh, einfach super, ohne Flachs. Und die Handlung natürlich auch mal wieder extrem gut. Also, es war, man muss einfach mal sagen, es war so leicht vorhersehbar, war es schon. Und nochmal ganz großes Kompliment an denjenigen, der Maxes Monologe geschrieben hat. Die waren ja mal sowas von epic. Immer einen mega coolen Spruch auf Lager. Ey, jetzt mal ehrlich, das muss so viel Zeit geschlungen haben. Oder der Junge, der das gemacht hat, oder das Mädchen muss
so ein Badass einfach sein. Man merkt halt, also natürlich, es ist übertrieben. Es ist so, Max ist halt eigentlich der Terminator. Es ist einfach so. Ich meine, wir haben über 1000 Feinde auf unserer Reise jetzt erledigt, haben alles weggedremmelt, was kam. In der Story kein einziges Mal schwer verletzt worden, wirklich. Doch, warte mal, einmal im Stadion. Im Stadion wurden wir einmal schwer verletzt. Oh. Ey. Einfach ein klasse Spiel. Ich muss auch sagen, es hat mich jetzt in den letzten paar Tagen echt nochmal richtig gepackt gehabt. Die ersten 4-5 Parts hatte ich ja, ist ein bisschen her, habe ich vor einem Monat oder so aufgenommen. Und ohne Flachs, die letzten 10 Parts jetzt, habe ich innerhalb von, lass es 5 Tage oder so sein, habe ich echt hintergedremmelt ohne Ende. Weil dieses Spiel mich jetzt nochmal so gepackt hat und das halt wirklich einfach vom Gameplay her, es war, ich muss aufhören zu schwärmen davon. Es ist einfach ein klasse Spiel geworden, Freunde. Und man sieht halt auch, wie viel Arbeit dahinter steht, wenn ihr euch jetzt mal anguckt. Ich laber hier schon wieder seit 5 Minuten, mache ich Lobpreisungen über dieses Spiel und die Credits sind immer noch nicht durchgelaufen. Oh, einfach super. Auch ein cooles Ende, dass man halt nochmal wählen konnte, ob man den Typen umbringt oder nicht. Also jetzt nicht Victor Bronco, aber hier den komischen Bäcker. Oh, der sah echt mega, mega scheiße aus dann am Ende. Oh, und es sah auch echt schön aus, das muss man dem Spiel auch mal lassen. Es lief konstant flüssig mit 60 FPS runter und sah dabei immer noch so mega toll aus. Da hat auch das Team, die den Port gemacht haben, echt extrem gute Arbeit geleistet. Finde ich ja extrem komisch, dass Max Payne 3 nicht nochmal für die Next-Gen, also für die New-Gen-Konsolen kommt, für PS4 und Xbox One. Wäre zumindest einer dieser Titel, wo man sich das gönnen könnte. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das auf PS3 und Xbox One in 1080p mit 60 FPS lief, aber was jetzt natürlich eigentlich machbar wäre, oder? Ich glaube, das müsste machbar sein. So, wenn die ganzen Credits hier durchgelaufen sind, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns nochmal kurz die Grinds an. Ansonsten wäre das natürlich ein sehr, sehr kurzer Part, muss man einfach mal sagen. Ich meine, wir sind jetzt 12 Minuten 30 im Spiel. Da gucken wir uns natürlich nochmal ein paar Statistiken und so an, weil ich bin ein großer Freund davon. Ich liebe Statistiken über alles. Also ihr habt schon gemerkt, ich habe mich natürlich jetzt nicht überall mega umgesehen, einfach weil es halt ein Let's Play ist, ne? In einem Let's Play geht es nicht unbedingt darum, die 100% zu erreichen, sondern ich versuche das natürlich auch ein bisschen für euch mitzumachen. Da passe ich ein bisschen meine Spielweise an. Ich renne halt nicht noch 5-mal durch die Levels durch und guck mir überall jeden kleinsten Winkel des Spiels an, sondern sag auch mal, ja gut, habe ich eben halt nicht alle 3 Waffenteile gefunden, ja, drauf geschissen, müssen ja mal zu Potte kommen. 15 Parts hat gedauert, das sind also 7,5 Stunden, was ich auch für einen Third-Person-Shooter, ist eine ordentliche Länge, würde ich sagen, finde ich vollkommen in Ordnung. Ich fand es auch wirklich, die ganze Zeit über blieb es interessant und dass das Setting auch immer gewechselt hat, war super. Es kam halt nie wirklich Langeweile auf, dass man sich gedacht hat, boah, ey, jetzt aber mal hier, jetzt könnte mal wieder ein bisschen was anderes kommen oder so. Es war immer so, dass man sagt, okay, so 15, 20 Minuten Parts, dann war schon wieder, meistens ging es schon wieder irgendwo anders hin. Die Zwischensequenzen waren fantastisch. Das Einzige, was mich echt gestört hat, war, dass die richtigen Zwischensequenzen, also man hat eher so, ab und zu mal hatte man dann richtig so Zwischensequenzen, die halt richtig in-game mit der Engine liefen und dann hattest du halt Zwischensequenzen, die vorgerendert waren als Video und das hat man den übel angesehen, also das war, sah echt nicht so geil aus und das waren auch niemals im Leben 60 FPS, das waren halt, wenn es überhaupt 30 waren, mir kam es eher vor wie 25 oder so, da hätten sie, finde ich, das nochmal ein bisschen schöner machen können, besonders war es auch nicht 1080p, das sah mir mehr nach 720 aus, wenn überhaupt, aber ansonsten hat sich da Rockstar echt ein Bein für ausgerissen für diesen Port. Boah. Fantastisch. Super Spiel. Freunde, wenn es das nächste Mal im Steam Sale gibt und ihr habt das noch nicht, holt es euch. Ich meine, wie viel kostet es? Ich glaube, im Sale habe ich es mir geholt für, lasst es 6 Euro oder so gewesen sein. Ein bisschen mehr vielleicht. Und ich muss sagen, super Investition. Ich bin nämlich normalerweise einer, der kauft sich Sachen. Also im Steam-Sale denkt er sich, boah, ey, die muss ich haben und dann spielt er die nie. Und jetzt, ich dachte schon, Max Payne 3 wird auch so ein Spiel. Und dann dachte ich mir, ja komm, mache ich das als Let's Play. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Nämlich das Ding ist echt
Also ohne Scheiß, künftige Third-Person-Shooter werden es so schwer bei mir haben, weil Max Payne 3 jetzt sowas von extrem vorgelegt hat, das war ja unfassbar. Oh, und ich dachte schon, ich war ja auch ein riesiger Fan von Red Faction Guerrilla, was ja auch so ein Third-Person-Shooter ist. Natürlich hatte man da, lag der Fokus ein bisschen auf was anderes, auf Zerstörung und so weiter. Aber jetzt mal ehrlich, das ist ein Scheißdreck gegen Max Payne. Also ich denke mal, die ersten beiden Teile werde ich schlichtweg aufgrund des Alters und ja, zerreißt mich in der Luft dafür, werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Einfach weil die Mechaniken und so kamen jetzt einfach mega geil rüber in diesem im Max Payne 3 und ich habe halt Angst, dass ich da mit zu großen Erwartungen reingehe und die dann das Spiel so ein bisschen zerstören. Oh, ich hoffe ja jetzt auch mal echt, dass die GEMA mich jetzt hier in Ruhe lässt mit der Outro-Melodie. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit drüber gequatscht. Und ich hoffe, dass das halt nicht gesperrt wird, dieses Video. Ansonsten muss ich das halt echt nochmal mit Sound runterregeln. Ich kann es ja mal probieren, so auf minus 22 dB oder zu stellen. Dann hört man zwar fast nur noch meine Stimme und den Sound so ganz leicht im Hintergrund. Und ich hoffe, dass das reicht. Muss ich mich nur selber gleich nochmal dran erinnern, wenn ich das dann schneide. Ja, was könnte denn nach Max Payne kommen? Ich bin gerade am Überlegen. Montags ist ja normalerweise. Montags kommt Max Payne, ne? Ja. Montags kommt Max Payne. Was kommt denn demnächst als Shooter raus? Also GTA 5 wird auf jeden Fall mit meinem Kommilitonen, dem guten Konstantin, gespielt. Auch im Online-Modus halt. Wie man sich sicherlich denken kann. Ob ich das Ganze nochmal auf dem PC Let's Playen werde, weiß ich nicht, denn ich habe es ja auf der PlayStation 3 schon durchgespielt. Aber ich werde mir auf jeden Fall den Story-Modus mal angucken. Ich bin ja auch echt gespannt, wie das aussieht. Die haben es ja jetzt echt nochmal verschoben. Also, wenn ihr den Part hier seht, dann ist GTA 5 schon längst draußen. Denn inzwischen müsste für euch der... Boah. Anfang Juni sein. Und ich nehme das gerade auf in Mitte März. Ja, ihr merkt schon, also wie gesagt, das Spiel hat mich so geflasht, ich wollte das einfach aufnehmen. Und wie weit sind wir denn jetzt mal so langsam? Ansonsten muss ich hier noch so ein bisschen Zeit strecken. Es geht ja auch hoffentlich bald wieder Game of Thrones los, die Serie. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Also nicht das Spiel von Telltale, sondern halt echt die Serie. Da habe ich ja auch, oh, da habe ich in meinem Praktikum habe ich diese Serie so durchgerockt ohne Ende. Oh, fantastisches Ding. Muss man echt sagen. Dann muss ich auch noch, ich muss mal so langsam mit The Walking Dead aufholen. Da bin ich zwar jetzt schon in der aktuellsten Staffel, aber habe mir erst, glaube ich, die ersten 2 Folgen angeguckt. Da sind wir ja auch schon ziemlich weit. Aber da reizt das mich im Moment echt nicht, wenn ich ehrlich bin. Weiß auch nicht wieso. Irgendwie nicht so wirklich gerade. Dexter muss ich auch noch zu Ende gucken. Meine Freundin hat Breaking Bad angefangen und ist jetzt in der Mitte der 2. Staffel. Das muss ich auch mal machen. Oh, gibt noch so viel zu tun. Dann sollte ich mich außerdem aufs Studium konzentrieren. Ah, scheiß die Wand an, ey. Meine Güte, haben hier viele Leute mitgearbeitet. Admin Support, Sherry Martin, Annalene Groves. Wir können ja mal noch lustigen Namen aushalten. Lorraine Stark. Ist das etwa die Frau von Iron Man oder was? Christine Chalmers, Paul Sharkey, Adam Bowne, Dave Campbell. Rockstar New York. Oh, ich dachte jetzt schon. Es wäre ja auch zu krass gewesen, wenn wir jetzt schon durch wären, wa? Aber ich muss sagen, so langsam kann ich echt gut um heißen Brei herumlabern. Das waren jetzt so 12 Minuten, die ich jetzt schon wieder gestreckt habe, einfach nur mit sinnlosem Gequatsche. Aber so langsam fällt mir echt nicht mehr viel ein. Hm, wie geht's euch so? Was zockt ihr so? Für alle, die bis jetzt noch dran geblieben sind. Würde mich mal interessieren. Hat einer von euch auch schon Max Payne 3 gespielt? Und haut mal rein, ob ihr es auch als so geiles Spiel in Erinnerung habt. Also, ich glaube, da werde ich mich eine ganze Weile dran erinnern. Ohne Flachs. Also, nebenbei dem Multiplayer werde ich, denke ich mal, eher nicht austesten. Ich frage mich auch die ganze Zeit, wie das dann vernünftig funktionieren soll, weil, ich sag mal, ein Großteil des Spiels macht halt diese Bullet Time aus. Und die können sie ja im Multiplayer nicht wirklich umsetzen, wenn man mal ehrlich ist. Das Einzige, was sie... Also, es wäre halt Schwachsinn, dass immer, wenn einer Bullet Time macht, für anderen das auch Bullet Time ist, weil dann hast du absolut keinen vernünftigen Spielfluss. Und wenn du sagst, okay, nur für den ist Bullet Time, aber für die
anderen, also die anderen können sich normal bewegen, ist auch Schwachsinn, weil dann ist er im Nachteil, besonders wenn er so springt oder so. Verstehe ich echt nicht. Weiß ich echt gerade nicht, wie die das machen wollen. Deswegen, also, interessiert mich auch nicht so wirklich, der Multiplayer. Singleplayer war genial. Entschuldigt. Ich hab Enter gedrückt zum Abbrechen. Ich hoffe, ihr habt damit jetzt kein Problem. Also ich hab jetzt mal ausprobiert, was so alles geht. Schmerzvolle Erinnerung jetzt erhältlich. 4 neue Multiplayer-Karten. Geiselbefreiung. Meine Güte. Oh Gott. Ja, Story Grinds. Wir gucken uns mal an, was wir alles so hatten. Das hatten wir nicht. Das hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Das goldene Mini M30. Ja, wir haben viele Waffen nicht gesammelt. Aber wir haben das goldene LMG 30 haben wir gekriegt. Die goldene Spaß. Goldene M972 und die goldene Fall. Oh, ich hätte ja gern die... Gab's einen goldenen? Ja, nee. Hä? Wo ist denn der? Es gab keinen goldenen Colt? Ich bin enttäuscht. Ach doch, guck mal, da geht's ja noch weiter. Die M4 Super haben wir gekriegt. Oh, wir haben keinen Teil der goldenen AK bekommen. Schade. Die AK fand ich war übrigens eine klasse Waffe. Goldene G6 Kommando. Massengrab. 2500 Kills. Halleluja, ey. Wir haben 1492 Kills haben wir rausgehauen, Freunde. 1492. Im Story-Modus. Hammerhart. Kopfkünstler. 1000 Kopftreffer haben wir, naja, sind relativ knapp vorbeigeschraubt mit 892. Kann ja jeder mal ausrechnen. Das sind ungefähr, oh Gott, 2/3 unserer Kills waren Kopftreffer. So grob über den Daumen gepeilt jetzt. Arm dran. 250 Armtreffer haben wir erledigt. 250 Beintreffer haben wir fast gekriegt. 207 sind's. Unter die Gürtellinie. Nee. Sowas mache ich nicht. Im Shoot Dodge erledigt. Ach so. Luftkampf. Ach so. Ja, das hätte ich ein bisschen öfters machen können. Da hat man nämlich irgendwie keine Bullet Time verbraucht, so kam es mir zumindest vor. 20 Minuten im Shoot Dodge. Nee, 11 Minuten haben wir verbracht. Lass dir Zeit. 1000 Gegner im Bullet Time erledigt. Nee, 526. Aber ist auch schon mal eine ganze Ecke. Kugelhagel. Wir haben 11.621 Schüsse abgegeben. Nicht schlecht. Lässt abnehmen. 25 Gegner im Bauchlager erledigt. Naja, so oft lag ich ja nicht, ne? Langsamer Hechtsprung. 8 Sekunden Shoot Dodge aufgezeichnet. Ja, das haben wir geschafft. 250 Bullet Camps. Ja, 205 waren's. 14 Fahrzeuge haben wir zerstört. 46 Kills mit Akimbo, also mit einer Waffe in jeder Hand. 20 Gegner mit Explosion. 50 Gegner mit blindem Feuer. 1000 Gegner aus der Deckung. Ne, 560 haben wir aber erledigt. Halleluja. 52 Gegner aus dem Last Stand haben wir geholt. 19 Molotovs haben wir abgeschossen. Echt so viele, die nicht erwartet. 7 Nahkampfangriffe. Hätte ich auch nicht gedacht. 146 Schmerzmittel haben wir genommen. 33 Gegner in den Tod gestürzt. 433 Gegner mit Handfeuerwaffen erledigt. Ja, der Colt war einfach geil. 62 Kills mit der Schrotflinte. 487 Kills mit der SMG. 464 Kills mit Sturmgewehren. Was haben wir noch? 19 Scharfschützen-Kills und 4 Gegner am Liegen haben wir erledigt. Joa. Alles klar, Leute. Dann danke ich euch fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Was das sein wird, wie gesagt, weiß ich noch nicht. Ich bin der Mr. Apfelmus alias Robert. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.